lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der aventurischen Geschichtsstunde. Heute wollen wir den Höhepunkt ihrer Macht besprechen, die Echsen. Und zwar von dem Jahre 8000 bis 7250 vor Bosporans Fall. Und wer wir sind heute der David. Hallo David. Hallo. Und der Raphael. Hallo Raphael. Hallo zusammen. Und ich bin der Icke. Und für euch ist jetzt ein paar Tage vergangen. Für uns machen wir das in einem Aufwasch. Nun frage ich David heute, was ist denn im Aventurien um 8000? Wie schaut denn Aventurien aus um 8000 vor Bosporans Fall? Es ist auf jeden Fall grün. Also wir haben viel mehr Wälder, auch in Nordaventurien, als in der Gegenwart und noch viel mehr Dschungel, auch im Süden. Wir haben ja noch nicht diese großen Wüsten, die durch späte Ereignisse entstehen. Und wir haben auch viele grüne Kulturschaffende, also Echsenvölker verschiedenster Arten, Achas, die Echsenmenschen, die von der körperlichen Form Menschen noch am ähnlichsten sehen, aber auch die Schlangenartigen, die Kröten- oder Froschartigen. Und wir haben auch einige geschuppte Drachen, die sind nicht alle grün. Aber es ist, wie du es ja schon gesagt hast, die Echsen sind auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Und das zeigt sich einmal in den Lebensbedingungen, dass eben auch die Gebiete, die von den Echsen bevölkert werden, auch nach ihren Bedarfen gestaltet werden. Das sind eben, ist vor allem der südliche Teil des Kontinents und der dschungelartige Lebensbedingungen. Und auch in dem nördlichen Teil Aventuriens, wie schon gesagt, gibt es viele Wälder und das ist ein Stück weit auch ein Schutz für die Völker, die dort leben, weil es eben, man verborgen ist vor den Augen der Drachen und es unwirtlich genug ist, dass das und kalt genug, dass es für die Echsen nicht so attraktiv ist, dorthin vorzudringen. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, wie es dazu genau kommt. Jetzt kommen wir erst einmal zum Ende der Praios-Verehrung. Das ist in bester Bild-Zeitungsmanier natürlich ein sehr reißerischer Titel dafür, dass wir alle wissen, dass Praios auch heute noch der Oberste der Götter ist. Aber gemeint ist natürlich die Echsensicht. Da ist es tatsächlich so, ich sag mal, da muss man Pöderkor, also ich zumindest, schon ein bisschen Stil attestieren, wie er es macht. Also er hat dann irgendwann die Schnauze im wahrsten Sinne des Wortes voll und sagt, es reicht mir, es gibt Streit seit ein paar hundert Jahren zwischen meinen Anhängern und den Praios-Gläubigen und kümmert sich also Ankarion der Rote, wir erinnern uns, der Kaiserdrache persönlich darum und etwa um 7948, heißt es hier so schön, dringt er in den Praios-Tempel von Ceta ein und verschlingt den Oberpriester einfach mit einem großen, gewaltigen Haps hat sich die Praios, der Praios-Glaube unter den Echsen dann erledigt. Das ist tatsächlich mal ein Drachenstatement, das finde ich gut. Also nichts gegen Praios, liebe Leute, aber ich finde das einfach, so entledigt man sich seiner Widersacher, das ist angemessen. Damit hat er wirklich jetzt, sag mal, freie Fahrt. Praios ist das erste Mal in die Schranken gewiesen und natürlich ist er sauer darüber. Ja, also Praios heißt, es tobt ob der Dreistigkeit des Drachen. Allerdings sind die anderen Götter so ein bisschen schadenfroh an der Stelle. Ne? Denken sich, ja, das hat der Sonnengott noch mal ein bisschen verdient. Immer der eitle, selbstbewusste Herr, der keine Grenzen kennt. Dass jetzt mal ihm einer aufzeigt, es gibt auch Grenzen und lehnen, also ich weiß nicht, ob da eine basisdemokratische Entscheidung getroffen wird oder wie auch immer, aber sie lehnen ab, dass man da eingreift und deswegen hält sich auch Praios zurück und Pöderkor hat die Runde ging ganz klar an ihm, würde ich sagen, und er hat jetzt die Macht da unten gefestigt und Praios ist bei den Echsen erst einmal ohne Unterstützer geblieben. Ja, so schnell kann es gehen. Ja, also so schnell, wenn man zurückschaut, die streiten ja jetzt ungefähr 500 Jahre lang. Das ist ja jetzt auch nicht so, wenn man das mal wieder in die heutige menschliche Sphäre rechnet. Wir hatten das Schisma der Praios-Kirche, was vor einigen Jahren war. Das hat, glaube ich, 10 Jahre angehalten oder sowas in der Größenordnung. Hier sind es 500, also das ist schon, die haben sich schon Zeit gelassen, das zu klären. Ja, und Zeit lassen ist ein guter Stichpunkt. Pöderkor hat auch etwas für etwas anderes sich sehr lange Zeit gelassen. So rund 500 Jahre. Was hat er denn 500 Jahre vorbereitet? Ja, und in gewisser Weise sogar noch länger vorbereitet, weil wenn man jetzt ein paar Monate und ein paar Folgen zurückkehrt, ist es ja so, wir haben am Ende des vierten Zeitalters die Situation gehabt, dass der
Namenlose von der vereinten Kraft der anderen Götter besiegt wurde und man ihm die elementaren Schlüssel weggenommen hat und diese Pyrdakor anvertraut hat zur Aufbewahrung. Und die hat Pyrdakor auch aufbewahrt und hat so ein bisschen schon damit experimentiert. Wir erinnern uns, er hatte schon mit dem ewigen Eis im Norden des Kontinents, da hatte er schon versucht, seine Macht dadurch zu vergrößern, dass er diese Schlüssel nutzt, um die Macht der Elemente an bestimmten Orten zu konzentrieren. Also es ist so eine Art Ordnungsplan, so stelle ich mir das vor in seinem Kopf, dass er eben sagt, das ist alles so ein bisschen chaotisch, hier gibt es ja überall von allem was. Ich sorge jetzt für eine neue Ordnung, indem ich eben bestimmte Elemente an bestimmten Orten konzentriere, wo sie dann stärker vertreten sind, in ihrer reinen Kraft vertreten sind, aber eben mit der Konsequenz auch, dass ihr Wirken dann an anderen Orten abnimmt, weil die ganze Macht dort konzentriert ist. Genau, mit dem kleinen Nebeneffekt eben, und das hatte David ja ganz, also eingangs dieser Folge gesagt, es ist eigentlich zu dem Zeitpunkt noch sehr viel grüner, sehr viel stärker, sehr viel mehr Humus in ganz Aventurien, und jetzt zieht Pyrdakor gewissermaßen das zusammen, ne? Also es fängt an wild zu wuchern um Cetar herum, dort ist es wirklich das Humus Wachstum par excellence, und es geht an anderen Stellen verloren. Dadurch erreichen wir jetzt langsam so die Stadien, die wir heute kennen. Also wenn wir uns mal an die nördlichen Regionen denken, ans Gjallskaland, Thorwal, Bornland, da wird es einfach kälter. Das Eis gewinnt an Macht und die ganzen grünen Strukturen gehen zurück und wird einfach weniger. Also das ist eine Folge dieses Rituals, die Welt, wie wir sie heute kennen an der Stelle. Mhm. Warum macht er das eigentlich? Stell doch nicht so schwierige Fragen. Ja, es ist gerade so irgendwie, beim ersten Mal dachte ich so, er will eigentlich nur irgendwie beweisen, dass er es kann. Aber jetzt? Oder will er nur wieder beweisen, dass er es kann? Muss er es überhaupt beweisen? Er wird doch schon als Gott angebetet. Ja, und doch ist es, wie es mit vielen Mächtigen ist. Es gibt, wenn einmal die Machtgier geweckt ist, gibt es kein Ende. Man muss ja dazu sagen, er hat es ja auch schon versucht. Ne? Er hat ja schon um 35.000 vor Bosbarans Fall, hat er ja schon mit dem Schlüssel des Eises experimentiert, was ja so ein bisschen nach hinten losging und auch dazu führte, dass sich das Eis relativ weit nach Süden ausgebreitet hat und er auch diesen Schlüssel, die Macht, die Kontrolle über das Eis verloren hat. Aber er, ja, vielleicht denkt er kann das jetzt besser, oder ja, Pyrdakor ist ja niemand, dem es an Selbstvertrauen mangelt. Es trägt natürlich dazu bei, dass was er tut, mehrt seine Macht und mehrt auch die Macht der Völker, die ihn anbeten, weil er denen quasi eine ideale Lebensbedingung schafft und ja, quasi das Land um das größte Bevölkerungszentrum in Cetar, also will er quasi in einen Garten verwandeln, einen Ort, der ja hohe Fruchtbarkeit hat, wo es wahrscheinlich mehrere Ernten im Jahr gibt und perfekte Lebensbedingungen, auch um den Preis, dass eben andere Gebiete Aventuriens dadurch dann ja an Fruchtbarkeit verlieren und dürrer werden oder lebensfeindlicher werden. Gut, dann hat er sein Ritual durchgeführt, dieses Mal ohne Probleme. Und die Kämpfe zwischen den Echsen sind auch fertig, Ruhe eingekehrt. Und jetzt sehen wir natürlich eine Blütezeit der Echsen. Gewaltige Städte werden errichtet, Tempelpyramiden, die bis in die Wolken reichen, prächtige Straßen, die reiche Paläste verbinden. Neben Cetar wächst auch Yashualai im Manadi-Delta zu einer Metropole an. Und das ist der Ort, wo später mal Kunchum dann stehen wird unter menschlicher Besiedlung im Manadi-Delta. Und das wird auch zum Sitz seiner Provinzhauptstadt von Pyrdakor gemacht. Und er holt natürlich weitere Levitanim und Skeshim aus dem Kontinent. Und die Leviathanim gründen die Stadt Zasmister. Ich kann es nicht aussprechen. Also ich gründen auch Zamr nennen. Zamr. Zamr ist gut, ja. Die am Zusammenfluss vom Mahanadi und Gadegang spät. Und die heißt später einmal Zamora.
Ja, das sind ja zwei, wiederum der kleine Blick nach vorne, vielleicht auch damit, ich versuche ja manchmal gerne die Brücke zu schlagen, dass es auch für die, nicht nur für Geschichtsfreaks hier spannend wird, sondern auch für Spielleiterinnen und Spielleiter, die was aufgreifen wollen oder was wiedererleben wollen. Das sind ja jetzt zwei Städtenamen, denen kann man ja durchaus auch im heutigen Abiturien öfter begegnen. Mindestens alle Spieler von Magiern und Magierinnen sollten sich da irgendwo angesprochen fühlen, denn dieser Yashualai-Glyphen, den kann man ja in manchen Abenteuern begegnen. David dachte gerade schon, das ist ja, heute wird daraus, oder da steht heute Kunchoben, da findet man noch viele Überreste und Zamora ist ja eine Stadt, die viel, ja, viel Mythos umgibt, da werden wir später nochmal drauf zukommen, also das in späteren Folgen werden wir da mehr drüber reden, aber das ist natürlich auch ein Ort, den sicherlich so mancher Magier gerne einmal näher ansehen würde. Also hier kommen wir wirklich wieder stärker in mystische Orte, die wir heute als rückblickend als Mensch ist das spannend anschauen, die damals gegründet werden. Also wissen wir, ist ungefähr 9000 Jahre von heute, 8 bis 9000 Jahre von heute angerechnet, finden die ihren Ursprung. Mhm. Und daneben entsteht auch noch, oder nicht weit entfernt, entsteht noch ein Kultplatz, dessen Namen Raphael gleich aussprechen darf. Ich würde ihn Hasra nennen, aber bin auch da, ja. Gut, was passiert denn noch so bei den Echsen? Ich weiß, sie haben eine neue Schrift entwickelt, die marischen Glyphen. Das Huchas, das aus mehreren tausend unterschiedlichen Zeichen besteht. Und auch in der Zauberei werden ganz neue Möglichkeiten entdeckt und alte wiederbelebt. Und 7433 vor Bosporansfall erhebt sich die fliegende Festung Ekt Arba erstmal in die Luft. Das größte fliegende Objekt, das bis dahin jemals konstruiert wurde. Könnt ihr was dazu sagen? Habt ihr das schon mal gehört? War mir tatsächlich neu. Also wir erinnern uns ja noch an die fliegenden Steinfestungen der Trolle, was ich ja schon sehr beeindruckend fand vor einigen Zeitaltern. Und die Menschen im jüdischen Aventurien haben ja auch schlechte Erfahrungen gemacht mit fliegenden Festungen. Aber Ekt Arba, das war mir tatsächlich auch neu. Ich weiß nicht, Raphael, ob dir das schon mal über den Weg gekommen oder geflogen ist. Ja, ich habe auch gerade noch mal schnell nachgeschaut. Ich weiß, dass es eine Erwähnung in der damaligen Drachenkampagne gegeben hat. Wir werden noch ein bisschen später darauf zurückkommen, was damit passiert, denn ja. Da kommt es in späteren Zeitaltern zu einer, nicht Zeitalter, das gleiche Zeitalter, noch in späteren Jahrhunderten, Jahrtausenden zu einer kleinen, ja, Luftfahrtunglück, würde ich es mal nennen. Schauen wir, was da passiert. Aber tatsächlich kenne ich sie nur rudimentär aus ein, zwei Erwähnungen in der Drachenchronik. Ja. Okay. Dann kommen wir zu den Tempeln der Skreshim. Was ist denn das? Ja, das sind zunächst mal sind das auch äußerst zähe und auch körperlich große Geschuppte, die auch mächtige Zauberer sind. Und die entdecken in der südaventurischen Halbinsel, ganz unten, den Jaguar-Tempel von Gul-Agal und finden dort einen der Kessel der Urkräfte. Die sind uns schon mal begegnet im 5. Zeitalter. Die hat Zatuaria geschaffen als sehr mächtige Artefakte und scheinen tatsächlich auch so grob so aussehen wie riesige Kochkessel. Und ermöglichen es, oder sollen es ermöglichen, der Legende nach Leben zu erschaffen oder auch Leben zu verändern. Und die Sektor Chim errichten dort einen Tempel und zeitgleich, es liegen 100 Jahre dazwischen, aber in den Dimensionen, in denen wir momentan noch uns bewegen, ist das gar nicht so viel. Gibt es auch noch andere Tempel, die errichtet werden, nämlich an der Stelle, wo später mal Al-Anfa stehen wird, an der Mündung des Hanfla-Flusses. Dort gibt es auch damals schon den großen Vulkan und es gibt auch damals schon, wie in der aventurischen Gegenwart einfach, viele Sklaven und diese Sklaven werden von den Echsen gezwungen, dort gewaltige, große Tempelpyramiden zu errichten, die als Heiligtum gelten sollen für den Gott Ptah. Das ist ein Totengott, der von den Geschuppten verehrt wird und der auch als später von den Menschen, unter anderem auch von einigen Waldmenschenstämmen verehrt wird. Daran merkt man, finde ich, wieder, wir bewegen uns jetzt immer mehr in eine Zeit herein, wo eben bestimmte Ereignisse oder Hinterlassenschaften auch tatsächlich noch reale, sichtbare Auswirkungen auf die aventurische Gegenwart haben. Während wir in den früheren Zeitaltern oft festgestellt haben, jedes Kammerkorteon hat dazu geführt, dass der ganze Kontinent gründlich durchgeschüttelt wurde und Gebirge
verrutscht sind und Meere entstanden oder wieder ausgetrocknet sind, sodass diese Entwicklung zwar stattgefunden haben, aber man kaum noch Spuren davon findet. Und das ist jetzt schon anders im 10. Zeitalter. Vieles, was jetzt geschieht, lässt sich zumindest in Trümmern oder in Ruinen oder in Hinterlassenschaften noch nachvollziehen, auch für Abenteurer und Questadores aus der aventurischen Gegend. Ja, und dazu passt auch nämlich ein weiteres Volk, was jetzt hier die Bildfläche betritt, nämlich die Waldmenschen, die ja quasi aus heutiger Sicht die häufig als die Eingeborenen oder die Ureinwohner im Südaventurien gelten, die kommen auch um gegen 7800 vor Bosporans Fall erst hierher, nämlich mit Booten aus Uturia. Ja, als wirklich Menschen, eher dunkelhäutige Menschen erreichen die Küsten, werden bald von Echsen angetroffen und es kommt zu blutigen Kämpfen, sodass man sich in die inneren, in die sicheren Dschungel zurückzieht, sich zersplittert in zahlreiche Völker und daraus entstehen am Ende die heute bekannten Waldmenschen, also deutlich bevor die Bosporaner den Kontinent erreicht haben. Deswegen in dem Sinne ja, Ureinwohner sicherlich treffend, aber sie kommen erst relativ spät in der aventurischen Geschichte hier an, ne? Gut, die Waldmenschen werden versklavt und ziehen sich in die Dschungel zurück. Und zwischen den Elfen und den Orks gibt es eine gewalttätige Auseinandersetzung, also einen Krieg gegen Orks, Goblins, Oger, Blaue Mare, Waldschrate, Spinnenwesen. Und 7630 bei einer Schlacht gegen die Orks in der Nähe des Welts kommen die elfischen Zauber zum Tragen und nehmen mal diese Steppe und ja, krempeln sie auch um. Also wir haben auch doch ein bisschen Umkrempelung, aber nicht mehr so diese riesigen, wie Raphael schon richtig sagt. Und hier wird aus der Steppe ein undurchdringlicher Morast, in dem viele stecken bleiben und ertrinken. Und das Gebiet ist heute als das Ödenmoor bekannt. Und es verhindert gleichzeitig, dass die Orks einfach so aus dem Orkland herauskommen. Die kommen zwar trotzdem, aber ist nicht mehr so einfach. Oder sie müssen zumindest andere Wege finden, genau. Könnte ich mir auf direktem Wege den Elfen Schwierigkeiten machen. So, könnt ihr mir noch mehr über den Krieg Orks mit Elfen erzählen? Ja, da wird, so viel gibt es da nicht zu erzählen, in dem Sinne, weil er wild auch von beiden Seiten geführt wird. Eine ganz interessante oder nette Anekdote gibt es noch aus dieser Zeit, nämlich der berühmte orkische Anführer Grusha Knochenfresser, also wo ich selber zugeben muss, bis zum Lesen der Historia kannte ich ihn noch nicht, hat nämlich gegen Simia selbst gekämpft oder gegen die Heere gegeneinander geführt und ganz interessant deshalb, weil es hier zwei Sichten gibt, was sicherlich auch öfter der Fall ist, die elfischen Legenden singen von dem Sieg Simias, während die Orks sich sicher sind, dass Grusha Knochenfresser die Oberhand in diesem Auseinandersetzung behalten haben soll. Interessant sicherlich nur, dass man sich an einer Stelle einig ist und das ist tatsächlich etwas, wo man schon auch aus heutiger Sicht sagen muss, dass der hatte es offenbar, der hat eine gewisse Macht gehabt. Er hat einen Sternenregen beschworen, der einen großen Teil der Kämpfer vernichtet haben soll. Je nach Interpretation nur Elfen oder vielleicht sogar Kämpfer beider Heere. Aber tatsächlich ein Sternenregen ist ja heute etwas, was wir immer von Fex ausgehend sehen, dass er Sterne fallen lässt. Aber hier war tatsächlich offenbar auch ein orkischer Anführer in der Lage, so etwas noch herbeizurufen mit vermutlich auch Kamala, Kraft oder wie auch immer. Also das ist sicherlich eine interessante Geschichte für vielleicht auch mal für ein Lagerfeuer. Aber ansonsten kann man wirklich da oben eigentlich nur sagen, Elfen und Orks sind ständig im Kampf und das wird dann auch die nächsten tausende Jahre so weitergehen. Ja, ja, und die Elfen treffen nicht nur die Orks, sondern treffen auf andere Rassen. Aus dem Süden kommen die Echsen nach Norden. Zumindest wollen die Gebiete annektieren, die ihnen nicht zu kalt sind. Aber auch Menschen, Trolle und Zwerge werden getroffen. Aber hier ist es überwiegend freundlich und friedlich vor allem. So, und Entschuldigung, Dennis, was vielleicht auch daran liegt, dass die Interessen ja unterschiedliche sind. Während die Orks ja einen ähnlichen Lebensraum grundsätzlich in Anspruch nehmen wie auch die Elfen, also Überland, sind die Zwerge ja recht zufrieden, meistenteils auch, unter der Erde zu leben. Die Trolle sind ohnehin zurückgezogener und leben eher im gebirgigen Bereich. Gut, und bei den Menschen stimmt, die Menschen haben eigentlich auch einen ähnlichen Leben. Vielleicht sind die einfach ein bisschen umgänglicher oder kommen aus anderen Gründen besser. Mhm. Ja, die Sumura sind ja auch, also die Menschen sind ja die Sumura, die sind ja auch von Calvin noch ein bisschen
unterstützt oder werden unterstützt durch Ideen und andere Eingebungen und sind halt generell nicht so kriegerisch. Wahrscheinlich liegt es daran. Aber bevor ums Jahre 8000 herum die Zwerge auftauchen und unter der Erde hervorkommen, passiert etwas anderes. 7612, wie heißt es so schön? Das Herz des Sturms auf Atal. Was ist denn das? Ja, das ist letztlich ein mächtiges Artefakt, was man dort erschafft. So ist es die Beschreibung hier an der Stelle. Das Herz des Sturms kann jederzeit mächtige Stürme herbeirufen, um Angriffe von Echsen und Drachen abzuwehren. Also etwas, das man zum Schutz vor Pyrdokor ruft. Ist sich allerdings auch auf Atal nicht ganz sicher, ob man nicht vielleicht doch trotzdem ein paar Tributzahlungen lieber leisten sollte, um Pyrdokor zu besänftigen. Aber tatsächlich hat man hier ein sehr mächtiges Artefakt geschaffen. Herz des Sturms, auch Auge des Sturms genannt. Deshalb kleiner Spoiler. Das gleichnamige, vor kurzem erst erschienene Abenteuer von Jeanette Marsteller und Fred Eriksson, Auge des Sturms, könnte ja vielleicht etwas damit zu tun haben. Ich kann es zumindest sehr empfehlen. Hier haben wir noch mehr Bezug in die aktuelle Geschichte gerade. Ja. Okay, dann um 8000 herum sind die Zwerge, ja, das Volk so weit angewachsen, dass es sich in 8 Stämme aufteilt. Jeweils benannt nach dem jeweiligen Urvater, der einen Stamm führt. Und einige verlassen das Eisenwaldgebirge und suchen sich neue Siedlungsgebiete. 7551 gründen die Zwerge Xorlosh, das auch später zur Hauptstadt wird, wie wir alle wissen. 7532 Angolosh, 7511 Axolosh und 7443 versammeln sich die 8 Urväter erstmals ins Xorlosh zum Bruderrat, um gemeinsam über die Geschicke des Zwergenvolkes zu entscheiden. Dies wird übrigens zu einer ständigen Einrichtung, die spätestens alle 2 Jahre wiederholt wird. Und in Notzeiten natürlich auch mal häufiger. Nun frage ich euch, die Elfen, die jetzt die Hochelfen, die in Aventurien sind, und dann gibt es ja aber noch die Lichtelfen. Wie kommen die beiden miteinander klar? Gibt es da einen regen Handel? Naja, das Problem bei den Elfen ist ja eben erst einmal ist es nicht so einfach, finde auch ich immer als vermeintlicher Elfenexperte an der Stelle zu verstehen, aber tatsächlich ist es ja so, in dem Moment, wo sie aus dem Licht treten und zu Hochelfen werden, da lassen sie die Lichtelfen zurück. Es ist eben nicht so, dass man heute Lichtelf, morgen Hochelf sein kann. Und die Lichtelfen, insbesondere auch Madaya, die wir ja in der vorletzten Folge, glaube ich, drüber gesprochen haben, die spüren, die Hochelfen, die entfremden sich so ein bisschen von dem Licht. Sie fangen an, Götter anzubeten, zum einen eben Simia selbst, welcher auch immer es gerade ist. Auch Pyrdokor wird bei den Hochelfen angebetet. Das wird man auch später nochmal wiederfinden. Sogar der Namenlose hat immer wieder ein paar einflussreiche, findet sich dort einen Einfluss. Und Madaya und die Lichtelfen, ja, die finden das skeptisch. Also die sehen, was machen die da? Und es wächst eher so ein Misstrauen zwischen den beiden Fraktionen, sodass letztlich die Lichtelfen, heißt es, den Kontakt mit den Hochelfen abbrechen und nur noch aus der Ferne beobachten, was sie denn so tun. Also ich stelle mir auch da immer vor, ist es wieder Interpretation, dadurch, dass man ja eigentlich zum Hochelf wird, wenn man aus dem Licht heraustritt, halte ich es mal für schwierig, dass ein Hochelf sich noch mit einem Lichtelf treffen kann in irgendeinem Sinne, aber ich stelle quasi in der Mitte der Salamandersteine, wo das Salamandra besonders mächtig ist, da stelle ich mir vor, dass da man im Geiste in einem Salamandra-Ritual eben noch in Kontakt mit Hochelfen, mit Lichtelfen treten kann, und diese Verbindung wird gekappt, so erkläre ich das für mich zumindest. Ich weiß nicht, David, du kannst ja auch gerne deine Interpretation dazu abgeben, aber so, das ist für mich der Leitgedanke dabei, ja. Würde ich. Und es zeigt eben einfach, dass die Elfen zwar, die bringen neue Dinge nach Aventurien mit, also ihre Magie und ihre Sicht auf die Dinge, und gleichzeitig werden die Elfen, die sich dauerhaft in Aventurien ansiedeln, aber eben auch verändert durch das, was sie vorfinden. Und verändern sich dadurch gegenüber dem, ja, wo sie mal herkamen. Gut, man kann sagen, die Elfen sind jetzt etwas abgehobener und die Lichtelfen sind noch etwas verschlossener. Nun kommen wir zum letzten Punkt, was hier passiert in diesem Zeitabschnitt. Die Sumura, das Sumura-Reich. Was passiert dort? Ja, wir erinnern uns, die Sumura sind ja das auserwählte Volk Calvins, oder das Volk, das Calvin besonders am Herzen liegt, das sie gefördert hat und auch beschützt hat und
über dessen Entwicklung sie in besonderer Weise gewacht hat. Und die Sumoda waren jetzt auch ein Volk, was den Echsen, den Geschuppten, lange Zeit Paroli geboten hat und auch Kämpfe geführt hat. Es zeigt sich jetzt aber durch das, was Pyrdakor mit dem Elementarschlüssel des Humus gemacht hat, eben diese Fruchtbarkeit und auch die Wärme zusammenzuziehen, um Cetar, dass das auch auf das Gebiet, wo die Sumoda leben, Auswirkungen hat. Einmal dahingehend, dass es dort kälter geworden ist, weil eben Wärme verloren gegangen ist. Und auch die Fruchtbarkeit hat nachgelassen, sodass die Bevölkerung durch Hungersnöte geschwächt wird, weil einfach die Felder und Pflanzungen nicht mehr so viel hergeben wie zuvor. Und geraten die Sumoda immer mehr ins Hintertreffen im Kampf mit den Echsen. Und das heißt, dass bis zur Mitte des 700, 7500 alle größeren Städte und Siedlungen der Sumoda vernichtet werden, in Schutt und Asche gelegt werden. Und viele der Sumoda in Gefangenschaft geraten, Sklaven werden für die Echsenvölker. Die haben ja immer viele Bauprojekte, da haben sie einen großen Bedarf an günstigen Arbeitskräften. Und es gibt einige Sumoda, die einer Weissagung Calvins gefolgt sind. Calvin hat ja diese prophetische Sicht, dass sie immer Dinge auch Gefahren und Veränderungen vorhergesehen hat. Und die nach Westen aufgebrochen sind. Wir haben das in der vorletzten Folge schon mal gehabt, ne, dass diese Ansiedlungen an der Westküste, und es gibt jetzt auch noch mal einige, die noch weiter, also nach Westen gehen bis aufs Meer der Sieben Winde und die dort Zugang finden über verschlungene Wege in eine Globule namens Tarun, Hohlwelt. Dazu gibt es ja auch oder gab es in früherer Zeit einige DSA-Publikationen, die die Welt dort beschreibt, und das ist quasi dann die Herleitung aus der Historia, wie Menschen dorthin gelangt, aus dieser Zeit, aus dem 10. Zeitalter. Hey, die Sumoda, das Reich gibt es nicht mehr. Was Calvin macht, wissen wir im Moment noch nicht. Und das war dann die Zeit, die wir besprechen wollten. Und jetzt frage ich euch, möchtet ihr noch irgendwas ergänzen? Es wird langsam konkreter. Es ist eben nur, was wir heute auch hatten und was auch sicherlich über die nächsten Folgen sich noch so ziehen wird. Also deswegen, ja, wir brauchen jetzt länger definitiv für die Jahre, die kommen, aber ich glaube, man hat viele Anhaltspunkte, die man auch gerne fürs heutige Aventurien nutzen kann. Mhm. Ich kann versprechen, das 10. Zeitalter hält noch viele Konflikte und macht Kämpfe bereit in den nächsten Jahrhunderten und Jahrtausenden. Ja. Ich würde sagen, wir werden auch noch erfahren, warum diese fliegende Stadt, von der noch niemand was gehört hat, nicht mehr rumfliegt. Weil das kommt auch noch. Ja. Ja, gut, dann haben wir die Zeit bis 7250 abgeschlossen. Und das nächste Mal machen wir dann weiter. Ich danke euch beide für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, für die Expertise, ganz klar. Auch immer diese Sneak Peeks in die aventurische Geschichte, die Zukunft, die Zeit, wo wir uns gerade befinden, dass hier und da immer mal was passiert. Das finde ich immer sehr interessant. Und dann wünschen wir euch da draußen Danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, gerne kontaktiert uns. Wenn ihr irgendetwas Besonderes nochmal hören wollt, auch gerne. Wir versuchen das nach und nach möglich zu machen. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Und nun sind die Runen geschmiedet.